Dümarok und Sadik. Sehr schön zu sehen, dass die beiden Bres sich wiedergefunden haben. Jetzt gerade in der Situation, warum wir auch den Song machen, warum wir auch das Interview machen, sag ich dir ganz ehrlich, ich habe noch nie für Sadik gesprochen, so wirklich in der Öffentlichkeit. Dümarok kennt den seitdem der 6 oder 7 Jahre ist und Dümarok sitzt da und sagt, Bro, Sadik war immer ein herzensguter Mensch, der immer korrekt war und den die Leute eigentlich immer gefeiert haben. So, wie oft sagt Haft so, ey Bruder, guck mal, wir müssen gucken, dass wir ihn irgendwie wieder einen Mann bringen. Wenn Haft einen Song mit dem macht, so, dann ist eh wieder die Hälfte von denen, die Sadik gehatet haben, auf einmal wieder auf seiner Seite. So kann man so einen Scheiß ganz schnell umdrehen. Wir müssen uns gegenseitig helfen und supporten. So. Wäre das realistisch, dass du auch bei den Aslak signst, so mit dem Ganzen? Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Ah, ich hab mir gerade reingezogen. Wir können noch mal ein paar Minuten ziehen, Alter. Guck mal, was ich mir gerade reingezogen hab. Hier, Dümarok und Sadik. Geiles Interview. Und Haben, Digga, den kenne ich sogar auch. Selber nicht, wer wir sind. Weißt du, am Ende des Tages. Und der Sadik hat angesprochen, der Respekt. Nochmal, da will ich nochmal ein, zwei Punkte dazu sagen. Beispielsweise bei uns in Frankfurt. Wir sind so viele Rapper, Bruder. Haft, Abdi, Celo, Sadik, Capo. Frankfurt ist krass. Wir sind so viele Rapper, Bruder, und so viele starke potenzielle Künstler, Bruder, die auf ihre Art und Weise gut sind, verstehst du? Und ich respektiere jeden Rapper, also aus unserer Generation, auch die aktuellen, wir respektieren uns untereinander. An erster Stelle sind wir Freunde, an erster Stelle sind wir aus einer Stadt. So, wenn ein Twin anfragt oder ich frage einen Haft an oder Sadik fragt einen, was weiß ich, einen Hannibal, Das ist nicht mal der Rede wert, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man sich gegenseitig unterstützt. Weißt du, dass wir als Frankfurter so uns respektieren, supporten, so, weißt du. Wenn jetzt, egal wer, wenn ein Jüngerer kommt, Ego beispielsweise, Ego auch ein guter Künstler, liebe Grüße an meinen Bruder Ego, super talentierter Rapper. Hey Bruder, er will einen Song machen, ja normal kriegt er den Song, der hat's drauf, auf geht's. Weißt du, lass die Leute laufen, Bruder, lass die marschieren, Bruder, gib ab. Dümarok auch richtig krasser, geiler Mann, so. Stabiles Herz, stabiles Mindset, stabiler Preso, fühle ich, feiere ich, prägt mich auch ein bisschen. Wer es nicht abgecheckt hat, checkt auf jeden Fall mal das Interview von uns beiden ab, finde ich auch einen sehr schönen Talk. So, und das ist so die Mentalität bei uns in Frankfurt so, und das hat der Haft auch ganz gut gemacht, macht er aktuell auch, dieses nachhaltige Supporten. So, und wir haben alle so dieses Herz, weil er gesagt hat, bist du neidisch, warum soll er neidisch auf mich sein, Alter. So, das ist. Und auch sehr schön zu sehen, dass die beiden Bres sich wiedergefunden haben, Dümarok und Sadik, dass die jetzt zusammen im Interview sitzen. Ich habe in Stories gesehen, die haben zusammen einen Song gemacht, habe gesehen, Sadik hat mit Haft einen Song, glaube ich, gemacht. So, das ist echt so nice, ist auch voll schön. So, weil, ja, ihr habt ja mein Interview gesehen, so, und ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, dass, keine Ahnung, dass Sadik ein bisschen halt verloren. Also nicht mehr so, ja, von anderen Leuten noch nicht mehr so krass mitgezogen wurde, nicht mehr so respektiert, akzeptiert wurde wegen seinem Shitstorm und wegen dem, was er durchgemacht hat und so. Und jetzt zu sehen, dass da Leute wieder dann angegriffen haben und jetzt angreifen und wieder zusammen was machen und so, sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön. Bruder, was redest du? Du musst alle leidenschaftlich sein. Das ist ja, wir sind doch nicht schwul, alle, Bruder. Verstehst du, was ich meine, Bruder? Also nicht schwul in dem Sinne, sondern wir sind keine Rapper, verstehst du? Wir sind doch nicht schwul, Digga. Gerade war 22:22, geil. Jetzt 1 Million Streams, was ein Abturn. Alle Digga, bist du. Man freut sich doch. Man will ja, dass es weiter für ihn nach vorne geht, verstehst du? So, dass man sagt, okay, wenigstens alle hat es einer geschafft oder wenigstens einer, der mal den richtigen Weg eingeschlagen hat. Man sollte keinen Neid erzeugen, sondern es als Motivation annehmen und sagen, ey, guck mal, der Bruder hat so Gas gegeben, wir haben zusammen angefangen, der Wichser, der war fleißig. Also ich glaube, ich muss mich auch mal zurückziehen und ein neues Album schreiben. Verstehst du, Bruder? Und gerade Sadik, jetzt gerade in der Situation, warum wir auch den Song machen, warum wir auch das Interview machen, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe noch nie für Sadik gesprochen, so wirklich in der Öffentlichkeit. Ne? Ich habe immer gesagt, ey, du bleib mal ruhig. Ich habe ihm viele Sachen gesagt vorher im Vorfeld, ey Bruder, ist nicht uncool, das ist uncool. Versuch das lieber so zu machen. Ich habe schon immer versucht, als Bruder zu sagen, Digga, rap doch einfach, Alter. Du bist ein krasser Rapper, du bist ein krasser Artist, Bruder. Aber manchmal sagt er Sachen, so, wo die Leute es falsch aufnehmen, wie ich im Vorfeld gesagt habe.
Aber wer Sadik wirklich kennenlernt, weiß, Sadik ist ein Typ, Bruder. Sadik ist ein guter Mensch, ein gutherziger Junge, wirklich. Nicht, weil es jetzt Bruder von mir ist oder weil wir jetzt hier, weil ich... Das ist ja das, was so, die haben auch drüber geredet, über ihre, über, die haben auch drüber geredet, weil einer gerade reingeschrieben haben, über ihre, dass die auch mal sich so auseinandergelebt haben und auch ein bisschen angepisst aufeinander waren und so. Haben auch über Sadik geredet, über das, was er getan hat, warum er den Shitstorm ausgelöst hat. Haben auch über mich geredet, weil dann gleichzeitig das Thema Canceln und so hochkam. Und ja, Digga, da sind wir halt wieder bei dem Punkt so. Es ist ihm halt auch passiert, dass er dann was getan hat, so, wo dann die Leute ihn dann für Jahre, Jahrzehnte sogar, also ich glaube, naja, Jahrzehnte war ein bisschen übertrieben, 4, 5, 6 Jahre konnte der Bre nicht mehr richtig stattfinden wegen dieser Sache, so, weißt du? Aber Dumarok kennt ihn, seitdem der 6 oder 7 Jahre ist. Und Dumarok sitzt da und sagt, Bro, Sadik war immer ein herzensguter Mensch, der immer korrekt war und den die Leute eigentlich immer gefeiert haben. Und immer gefühlt, der war so in der Hood derjenige, den jeder mochte. So, weißt du, was ich meine? So, das ist halt dann immer so paradox und so schade, Digga, dass dann eine Sache dazu auslöst, dass ein ganzes Land dich nicht mehr mag und nicht mehr mit dir arbeiten will, so. Und dich boykottiert, Bruder. Obwohl du eigentlich, weißt du, so ist ja bei mir auch passiert. So, es halt, ist schon krass, Mann, Alter, dieses Canceln und so, wie das Überhand genommen hat, weißt du? Und das ist auch nichts, kein neues Phänomen. Das ist auch nicht erst seit Corona so. Sondern das hat man ja an dem Beispiel gesehen. Gab's schon immer so. Finde ich nicht cool, weißt du? Find's aber dann auch geil, dass es so eine Leute gibt, so, die sowas zur Seite legen. Und es gibt genug Leute, weißt du, ich heul nicht rum und sag, keiner will mehr, weil hat man ja bei mir gesehen. Carsten Stahl, Belasch, Kianusch, Sadik, Sugar MFK, so, die dann sagen so, nee, ist mir egal, weißt du, ich meine, der Bre ist geil, der ist cool, wir machen Talk mit dem und so. Und das, glaube ich, wird auch in Zukunft, gerade durch das, was jetzt gerade passiert, ich habe da Hoffnung, dass es noch mehr wird. Ich hoffe, dass dieses Canceln auf einmal sich umschlägt in, wir lassen Menschen nicht mehr canceln wegen einer Sache. Wenn er sich komplett verrennt und wenn er nur noch Scheiße baut und nur noch Scheiße erzählt und nur noch Kacke ist, dann okay, so. Dann verstehe ich auch, wenn Marken, Leute und so sich distanzieren, dies, das. Aber es wird irgendwann so sein, dass es nicht mehr möglich ist, einen Menschen auf eine Sache zu reduzieren. Hoffentlich. Es ist einfach so, ob jetzt in Haft, wir waren jetzt mit Haft essen, Bruder. Haft sagt, ey, ich liebe Sadik, Bruder. Sadik ist unser Bruder. So, wie oft sagt Haft so, ey, Bruder, guck mal, ganz ehrlich, so, da hat sein Talent gefickt, ist ein krasser Rapper. Wir müssen gucken, dass wir ihn irgendwie wieder an den Mann bringen. Die Leute müssen aufhören, über ihn schlecht zu reden. Die müssen aufhören, wir müssen ihnen das Gegenteil beweisen als Team, als Frankfurter, als Musiker, als internationale Musik-Acts. Ich mache Musik für, wie gesagt, schwarz, weiß, gelb, für alle, Bruder. Geil, siehst du, was ich meine so? So ein Haftiger, wenn er so eine Sachen sagt und tut, dann ist es, das ist ein Statement in die richtige Richtung. Wenn jetzt ein Haft mit Sadik einen Song macht so und darauf scheißt, was Leute sagen und was sein Universal-Chef sagt, was irgendwelche Kommentare schreiben oder nicht schreiben. Er sagt, ich kenne den Sadik, Dumarok kennt den, seitdem der 6 ist. Sadik ist ein krasser Rapper, ich mache Song mit dem, was wollt ihr machen? So, was wollt ihr machen? Und wenn Haft einen Song mit dem macht, so, dann ist eh wieder die Hälfte von denen, die Sadik gehatet haben, auf einmal wieder auf seiner Seite. So kann man so einen Scheiß ganz schnell umdrehen. Wir müssen uns gegenseitig helfen und supporten, so. Wir können, sowas kann man ganz schnell aushebeln, weißt du? Alle, die cool sind, alle, die gut drauf sind, alle, die gute Menschen sind, Bruder, alle, die das gleiche Herz haben, so wie ich, also das Gute im Herzen, so, für die mache ich Musik, so, weißt du? Und Sadik ist, denke ich, auch so. Alleine dieses Thema Frauenfeindlichkeit. Ich hab mal gehört, irgendwie, der frauenfeindlich oder was weiß ich was. Einer schreibt Interview mit Haft. Ist auf jeden Fall schon 2, 3 Mal rausgegangen, die Anfrage. So, aber Haft ist auch, Bruder, Haft kriegt von 500.000 Leuten wahrscheinlich Interviewanfragen, so. Weißt du? Keine Ahnung. Und Nachrichten auf Instagram und so. Ein Fan von uns, du bist mit unserer Musik groß geworden. Hast du einmal eine nackte Frau gesehen oder wo Sadik gesagt hat, ich fick diese Nutte in den Arsch? Hast du das schon mal gehört? So, ich glaube nicht, dass ihr frauenfeindlich seid, Bruder. Ja, aber verstehst du, was ich dir sage? Deswegen ist ja. Es auch schön, dass wir so Plattformen wie du, also wie TV Straßensaut haben, hiphop.de, dass ihr uns auch die Möglichkeit gibt. Mhm. Ihr habt euch ja auch selber aufgebaut. Du auch selber, Burak, Bruder, du hast eine super Plattform. Du hast so viele Rapper interviewt, die Leute kommen gerne zu dir. Und du bist ja auch ein Tool für uns. Du bist ja auch ein Baustein, der uns unterstützt, der uns supportet, der uns eine Stimme gibt. Zum Beispiel Sadik. Keiner will Sadik interviewen. Warum? Du kennst ihn, du bist Fan, du bist ein Guter, du bist international. Komm ins Café, it in, man. Sadik war am Start. Wer hat Sadik natürlich nur interviewt? Komm ins Café,
TV Straßensound und 100% Real Talk, Bro. Ich habe ihn interviewt zu einer Zeit, wo ihn keiner interviewt hat. Was ich viel schlimmer finde, das ist ja nicht die Frage, ob er frauenfeindlich ist oder nicht, sondern wenn er es so ist, dass er, wenn er so wäre, dass man ihm die Möglichkeit gibt, zu erklären, ob ja oder nein. Weißt du, ich meine, ich bin immer ein Freund von Reden. Auch damals zu seiner Boykottzeit so, setzt man sich hin und fragt ihn, ey, was, wie siehst du das eigentlich aus? Erinnerst du dich noch, wo wir zwei Stunden drüber gesprochen haben? Und du hast Sachen gesagt, da habe ich gesagt, Bruder, da bin ich gar nicht deiner Meinung. Und du hast Sachen gesagt, ach so, so wusste ich gar nicht, so denkst du also da und darüber. Weißt du, wie ich meine? Ganz kurz, Bruder, wir haben jetzt hier den Haben. Der Haben kommt aus Eritrea, hat mit Rap nichts zu tun, Bruder, ne? Jetzt mal eine objektive Frage. Sadik Free, so. Du bist Rap-Konsument, du bist Frankfurter. Was sagst du, also dein Bild über Sadik? So jetzt wirklich so, was in deinem Kopf ist und deinem Herzen. So, was denkst du über Sadik? Hau raus, Bruder. Privat oder im Rap? Generell, egal, so als Typ. Als Mensch. Also als Typ kann ich sagen, ich habe Sadik kennengelernt als sehr respektlos, respektvoll. Nein, als ein sehr respektvoller Mensch. Egal wem gegenüber. Er ist halt wirklich vom... Ist halt ein herzensguter Mensch. Dankeschön, und raptechnisch muss man halt sagen, damals gab es nicht so viel Deutschrap. Es war die Zeit, wo die... Man spürt es auch bei Sadik, finde ich. Ich habe ja ein Interview mit ihm gemacht und ich kann seine Aura einschätzen. Bin ein sehr empathischer Mensch, nochmal, der ein Gefühl für Menschen auch hat. Menschenkenntnisse sind sehr gut bei mir. Meine Menschenkenntnisse haben mich eigentlich noch nie getäuscht. Und ich habe bei Sadik auch das Gefühl gehabt, dass er ein korrekter Dude ist einfach. So. Man muss ja auch nicht immer sein, so, weißt du, man muss nicht immer einer Meinung sein, so mäßig, Digga, aber das Herz ist ja das Wichtige. Gerappt haben, das war halt nicht die Zeit, wo du mal ein Radio anmachst und du hörst da Deutschrap. Das gab es früher nicht. Du hast nicht MTV und Viva angemacht und da lief dauerhaft Deutschrap. Da ist mal ein Bushido reingerutscht mit seinen Sonnenbank-Flavor, mal ein Ding, weißt du, was ich meine? So, aber zu der Zeit gab es das. Verkackt Stream Neustart. Ja, oder Stream Neumann, scheiße. Nicht so, wie es heute ist. Ich meine, wir haben jetzt, boah, es gibt so viele Rapper, man wird ja noch bis morgen hier sitzen und aufzählen. Und ich meine, das muss man ja irgendwo honorieren. Ich meine, sei es jetzt nicht nur die zwei, sei es auch Jelo und Abdi, sei es ein Azad, sei es sogar auch, wer fällt mir da ein, da gibt es ja Millionen Leute, die sich da, sag ich mal, diese ganze Mühe gemacht haben, diesen ganzen Weg gegangen sind, ohne eigenen Ertrag. Also damals glaube ich nicht, dass die Leute da drin so richtig Geld verdient haben. Das heißt also, es ging nur um die Kunst. Und ich glaube, und das ist halt eine Sache, die vergessen viele Leute. Sei es auch, ob du ein Comedian bist, ob du ein YouTuber bist. Aber wahre Worte. Es ist Kunst. Und dementsprechend sag ich mal, man muss den Leuten, die die Vorarbeit gemacht haben, denen zollt man ja auch irgendwo dann einen gewissen Respekt. Tja, kann man so stehen lassen, ne? Also wenn ich auch was dazu sagen darf, ich glaube, die Wirkung, die ihr auf Deutschrap habt, ist extrem groß, weil ihr ein Stück weit auch einen Blueprint geleistet habt hier. Ich glaube, so dieses ganze Movement, was ihr hattet, dieses Fick den Richter, die Zeit damals, gab es davor noch nicht, ja? Haftbefehl hat es sehr stark angestoßen. Ne? Ihr habt da sehr stark mitgemischt. So, meiner Meinung nach. Fick den Richter! Oh, fick den Richter! Meiner Meinung nach sehr schade, dass ihr dann so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen seid, weil ich habe euch euer Talent in der Gruppe sehr früh erkannt, wie die Jungs auf der Straße gesehen haben. Alle zu zweit haben die eine brutale Power. Einzel habt ihr auch Power, aber zu zweit ist einfach krass. Für die Fans, ne? Deswegen. Was heißt Herzbruch, Bruder? Es war einfach so, ne? Man hat euch als Duo wagt. Ist immer so, wenn Leute sich trennen, die so zusammengehören, weißt du? Wenn Chill und Abdi sich getrennt hätten, tschüss, Bro, ich wär erstmal eine Woche krank gewesen, Digga, weißt du, wie ich meine so? Allgemein, wenn sich Leute trennen, die zusammen einfach geil waren und zusammen, wo man gespürt hat, die gehören zusammen und sich dann trennen, ist immer so ein leichter Trauerfaktor auf jeden Fall am Start. Und dann seid ihr einfach, ne, unterschiedliche Wege gegangen. Deswegen freut es wahrscheinlich die Leute jetzt einfach extrem, euch wieder vor der Kamera zu sehen. Und lasst uns kurz noch bitte über die Zukunft sprechen, weil was wird uns erwarten? Ich meine, wir haben jetzt sehr lange über euch gesprochen, aber was wird jetzt kommen? Was wird passieren? Wollen wir mit dir anfangen, Bruder? Hau mal raus. Also der Song kommt mit Dü erstmal und dann lassen wir das wirken. Gibt es dafür ein Datum schon? 8.2. Ja, ja, eigentlich muss es im Februar kommen. Ja. Februar muss kommen. Okay. Und ich habe ja mein Album, was ich mache, Buscapé. Also persönlich, ich sage, das ist
abgesehen jetzt von Narkotik, mein bestes Solo-Projekt, was ich je gemacht habe. Würde ich auch Vollgas geben. Und ja, mein bestes Solo-Album wird kommen. Sadik ist so richtig immer Ding, Bruder. Der ist richtiger Mönch eigentlich so, ne? Strahlt immer so absolute Ruhe aus, Bro. Ist nie zu überemotional oder so, wie ich jetzt zum Beispiel oder so. Der bringt so eine Ruhe rein, Alter. Dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht entsteht was mit Dü oder so. Je nachdem, Bruder. Das kann man jetzt noch nicht sagen, weil hinter den Kulissen, es geht um Verträge und um Verhandlungen und alles drum und dran. Und das ist halt nicht mehr wie früher. Und ich hoffe da, ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, die Jungs helfen dem gerade so ein bisschen, so Haft, dem Marokko und so. Wäre geil, Digga, wenn die es irgendwie schaffen, so. Keine Ahnung, Alter, Album kommt über Universal oder irgendwas so. Ich meine so, Sadik, die Marokko machen zusammen Album wieder. Irgendwie sowas. Wäre nice. Gucken wir, Bruder. Der Dü ist ja auch, hat seine Sachen zu tun und ist bei Aslax und je nachdem. Aber wäre das realistisch, dass du auch bei den Aslax signst, so mit dem Ganzen? Ich habe ja mein eigenes Label, Seiten auf Null. Ich, heutzutage, Bruder, ob du jetzt signst oder nicht, es geht ja darum, über was dein Album rauskommt, Verhandlungen. So. Ob ich jetzt bei Aslax signe oder nicht, Bruder, ich war schon immer so ein Teil von Aslax, weißt du, ich meine, das weiß jeder. Auch du, deswegen ist er auch zu Aslax gegangen, weißt du. Und das ist jetzt nicht so wichtig, aber ob es jetzt kommt oder nicht, das ist egal. Im Endeffekt, ich habe mein eigene GmbH, eigene Firma, die ist auch ein gestandener Mann und so. Und Hauptsache Musik kommt raus, Hauptsache coole Musik mit Leuten, die ich feiere, weißt du, was ich meine? Und es wird Gas gegeben, weißt du? Und ich habe viele Jahre verloren, wo ich sehr wenig gemacht habe durch diese ganzen Probleme. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben so zwei Alben rausgebracht. Abgesehen von Narkotik sind es drei, Bruder, das war's. In 10 Jahre Rap. Vielleicht, weil er Lungenprobleme hat, wie er bei Leon erwähnt hat. Ja, ich glaube, er ist aber auch so gut, der ist auch gut in seiner Mitte irgendwie so. Ich mag Menschen, die so eine Ruhe ausstrahlen, die nicht zu über so emotional sind. So. Weißt du? Und es hat auch natürlich andere Gründe, auch viel, viel, viel auf Straßen, viel andere Probleme gehabt, aber jetzt kann ich Gas geben, Bruder. Jetzt gibt es keinen Weg mehr. Es gibt keinen Boykott mehr, Bruder. Jeder kann sich selber. Du bist nicht mehr so eingeschränkt wie früher. Du hast Spotify, Bruder. Du gibst Gas, du bist Vollgas, Bruder. Du bist in der Playlist. Jetzt liegt es nur noch an dir. Talent und Gas geben, Bruder. Geld ist da. Wir sind gestandene Männer, Bruder, wie gesagt. Und ja, man braucht keine Ausreden. Die Leute, die fleißig sind, Bruder, die sind ganz oben. Fertig. Punkt aus Ende. Und dieses Ding zwischen euch, ob da in Zukunft mehr passieren wird, lasst ihr so ein bisschen von der Single abhängig sein, wie die ankommt oder wie euer Gefühl damit ist? Also, Bruder, die Single habe ich gemacht für uns, für unsere Fans, deswegen ist auch der Song gewesen von denen. Sonst hätten wir einen Brecher genommen. Ich habe gesagt, ey, du, kein Brecher. Kein Brecher, Bruder. Wir hatten krasse Songs, YouTube in HD oder andere Songs. Aber ich habe gesagt, von denen muss kommen, weil von denen ist, Bruder, das ist der Song, der die Herzen berührt hat. Weißt du, ich meine, das wissen die Leute, das ist der realste Song auf dem Album, Bruder. Und da ist es egal, ob er jetzt nur 100.000 Klicks macht oder... Das ist scheißegal, Bruder. Ich weiß, dass der Song... Bruder. Geil, Digga, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft von den beiden, so, wenn da mal wieder was zusammenkommt, mäßig so. Auf jeden Fall nice, die beiden... gesehen zu haben, zusammen in einem Talk, so fühle ich, Bro. Und wer weiß, vielleicht hat sogar mein Interview ein bisschen dazu beigetragen, das wäre auch sehr, sehr schön. Ja, Mann.